Hallöchen, ihr Lieben, wir stricken heute mit der wunderschönen Monk-Wolle und zwar in den tollen Vulpedia-Farben. Und Alex von Monk-Wolle Beanies hat der Wolle tatsächlich den Namen Vulpedia gegeben. Das ist Rosy Green Wool. Die Wolle von Alex ist handgefärbt und ihr findet alle Links in der Videobeschreibung. Natürlich auch zu Wolle und zu Alex Shop. Schaut mal unbedingt rein. Sie färbt die Wolle übrigens auch nach Wunsch. Ich nehme dazu 3,5 mm Nadeln, das sind Carbon-Nadelspitzen. Das Seil brauchen wir hierbei nicht, weil die Krawatte sehr dünn wird. Wir brauchen natürlich noch eine Nadel, eine Wollnadel und eine Schere. Wir beginnen mit dem Maschenanschlag. Dazu bilden wir zuerst einen Knoten. Wir machen einen Kreis und legen den langen Faden unter den Kreis und ziehen diesen durch den Kreis durch. Dann kommt hier die Nadel rein und wir ziehen das Ganze fest. Lass ruhig hier den Faden ein bisschen länger, damit wir das später vernähen können. Das ist so in Ordnung. Dann nehmen wir uns natürlich die zweite Nadel. Und es gibt viele Methoden, wie ihr den Maschenanschlag machen könnt. Ich zeige euch jetzt eine. Wir machen den unendlichen Maschenanschlag. Ich mache jetzt hier die Masche ein bisschen lockerer. Jetzt gehe ich hier von unten mit der Nadel rein und hole das Garn durch die Masche durch, mache das Ganze ein bisschen länger und lege es rückwärts wieder auf die Nadel drauf. Noch ein bisschen näher. Also nochmal. Wir holen das Garn, ziehen es etwas länger und legen es rückwärts wieder drauf. Das ist die dritte Masche. Nochmal. Durchholen, rückwärts drauf, die vierte und die fünfte. Die erste Reihe stricken wir nur in rechten Maschen. Wir stricken übrigens nach der westeuropäischen Variante, damit ihr auch wisst, was bei mir rechte und was linke Maschen sind. Also im europäischen Raum die gängigste Methode. Okay, wir gehen jetzt vorne von unten nach oben durch die Masche durch. Greifen uns das Garn, ziehen das durch und heben die Masche ab. Das war eine rechte Masche. Nochmal, von unten, vorne nach oben. Garn greifen, durchziehen, abheben. Das war Reihe 1. Wir werden jetzt die Reihen auch so stricken. Ihr könnt dabei bleiben, also ihr könnt jetzt alle Reihen genauso stricken, wie ich es jetzt gezeigt habe. Ich werde jetzt zusätzlich noch einen Zopfrand jeweils an jeder Seite einbauen, weil es einfach schöner aussieht. Und ich zeige euch natürlich, wie das geht. Der Zopfrand entsteht dadurch, dass wir die erste Masche immer abheben, und zwar in diesem Falle links abheben. Also ich hole das Garn nach vorne, als ob ich links stricken würde. Und hebe die erste Masche einfach nur ab. So, und die restlichen stricke ich rechts. Dann drehen wir die Arbeit herum und machen das gleiche nochmal. Faden nach vorne. Masche abheben und die restlichen einfach rechts stricken. Dann entsteht hier an der Seite so ein schöner Zopfrand. Das sieht man jetzt schon. Wenn ihr jetzt nur rechte Maschen strickt, dann würden an der Seite Knötchen entstehen. Also ihr würdet dann einen Knötchenrand haben. Es geht aber beides. Und das behalten wir jetzt so bei. Also den Zopfrand mache ich komplett über die ganze Krawatte weg. Das behalten wir jetzt so bei. Und wir brauchen jetzt von diesen Reihen insgesamt 290.
also nach 290 Reihen sehen wir uns dann wieder. Ihr könnt euch das Ganze auch ein bisschen einfacher machen. Ihr müsst jetzt natürlich nicht die ganze Zeit nach jeder Reihe einen Strich machen oder mitzählen oder wie auch immer. Ihr könnt dann, wenn die Arbeit schon ein bisschen länger ist, das an eurer Arbeit abzählen. Ihr seht ja hier, es gibt so eine Art Rippchen. Und ihr seht, hier gibt es auch eine Art Rippchen. Und zwei Rippchen bedeuten vier Reihen. So könnt ihr euch das merken. Okay, dann sehen wir uns wieder nach 290 Reihen. Nach 290 Reihen sieht das Ganze so aus. Und jetzt bauen wir eine Zunahme ein. Und zwar nehmen wir genau in der Mitte zu, damit man das nicht so deutlich an den Außenseiten erkennt. Würden wir immer an den Außenseiten zunehmen, würde sich sofort ein Knick ergeben. Und wir stricken zuerst die ersten beiden Maschen normal ab. Also ich hebe die erste ab. Zweite Masche stricke ich rechts. Und die Masche in der Mitte, die dritte, stricken wir jetzt doppelt ab. Die stricken wir jetzt einmal rechts und einmal links ab. Also ich gehe jetzt drunter und stricke die rechts ab, hebe sie aber noch nicht ab. Jetzt kommt das Garn nach vorne und wir gehen von oben nach unten in die Masche, legen das Garn um die Nadel. Die Nadel kommt durch und wir heben es ab. Die restlichen Maschen rechts stricken. Nach der Zunahme haben wir insgesamt 6 Maschen und jetzt werden wir mit diesen Maschen noch 14 Reihen stricken, so wie ihr das bisher kennt. Also eine abheben. Abheben und rechts stricken. Und nach 14 Reihen sehen wir uns wieder. Nach unseren 21 Reihen werden wir jetzt wieder zunehmen, und zwar durch die vierte Masche. Bis zur dritten stricken wir und die vierte verdoppeln wir. Danach alle restlichen rechts abstricken. Und jetzt folgen 30 Reihen rechts. Nach den 30 Reihen machen wir eine Zunahme erneut in die vierte Masche. Bis zur dritten stricken wir. Die vierte verdoppeln wir. Dann alles wieder rechts. Und jetzt folgen 29 Reihen, wie gewohnt. Nach unseren 29 Reihen nehmen wir jetzt in der fünften Masche zu. Die erste wieder abheben. Zweite. Dritte und vierte normal stricken, die fünfte doppeln, den Rest rechts stricken, und jetzt folgen noch 18 Reihen. Nach den 18 Reihen nehmen wir wieder in der fünften Masche zu.
Dann stricken wir den Rest rechts zu Ende. Und es folgen noch 17 Reihen. Nach den 17 Reihen machen wir eine Zunahme durch die sechste Masche. Zweite, dritte, vierte, fünfte. Und die Zunahme durch die sechste. Und es folgen noch 7 Reihen. Nach den 7 Reihen nehmen wir nochmals durch die sechste Masche zu. Oder in der sechsten Masche. Jetzt 2, 3, 4, 5. Und die Zunahme. Stricken rechte Maschen bis zum Schluss. Und jetzt folgen noch 6 Reihen. Wir sind mit unseren Zunahmen fertig und jetzt werden wir in jeder Reihe abnehmen, und zwar immer die zweite und die dritte Masche. Wir heben die erste Masche ab und stricken die nächsten beiden immer am Reihenanfang zusammen, auch rechts zusammenstricken. Der Rest wird rechts abgestrickt bis zum Reihenende. Dann drehen wir unsere Arbeit und machen genau das gleiche wieder. Also erste Masche abheben, dann wieder die Abnahme. Und die restlichen Maschen rechts stricken. Das machen wir so lange, bis nur noch eine Masche übrig bleibt. Wenn noch 2 Maschen übrig sind, müssen wir die erste Masche natürlich nicht abnehmen, sondern stricken die letzten beiden zusammen ab. Wir nehmen uns eine Schere und lassen das Garn so lang, dass wir das gut vernähen können. Dann kommt es durch eine Wollnadel. Und durch die letzte Masche. Dann sucht ihr euch eine Seite aus. Und dann vernähen wir auf dieser Seite das Garn. Wenn das fertig ist, gehen wir entlang der Krawatte. Und vernähen auch dieses Ende. So schnell habt ihr dann eine Krawatte gestrickt. Jetzt wollen wir diese noch binden. Also wenn ihr diese um den Hals legt, dann gehen wir mit dem breiteren Teil unter den dünneren. Da so rum. Dann hier durch. Das kommt wieder nach vorne. Und zwar so, dass der Teil hier nach unten zeigt, und dann
schieben wir das durch die Schlinge vorne. Genau, Titi. Und dann müssen wir das nur noch anpassen. Von der Länge, also das richtet ihr am besten am Hals aus. Dann sind wir fertig. Euch viel Spaß beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.